Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Ich sitze hier gemütlich auf einem Baumstrunk. Hier kann ich mich am Baum anlehnen. Passt eigentlich soweit. Ich sage mal so, ja, ein paar Stunden ist das okay. Aber mir ist aufgefallen, wenn man da über längere Zeit, vielleicht einen ganzen Tag oder zwei Tage irgendwo draußen ist, wird das mit der Zeit ein wenig ungemütlich. Dann hat im Prinzip ein Kollege von mir, Grigu, von Grigus Outdoor, eine Idee, wie man da so einen, ich sage mal, Outdoor-Sitz bauen kann oder Waldsitz bauen kann mit sehr, sehr wenig Aufwand und wirklich top Ertrag. Ich habe das dann quasi wie nachgebaut und was daraus geworden ist, würde ich euch gerne zeigen. Und was man dazu braucht, zeige ich euch ebenfalls. Also der eine Teil besteht mal aus Sachen, die, ja, ich sage mal, jetzt fast zu 90% die Buschkräfte dabei haben. Oder wer da ein bisschen in den Wald geht und was machen will, sind Arbeitshandschuhe, ein Stück stabile Schnur, Seil, eine Klappsäge oder sonst eine Säge und ein Messer. Alternativ könnte man noch eine Axt mitnehmen. Das würde das Ganze, ich sage mal, noch ein wenig vereinfachen, aber ist nicht zwingend nötig. Ein gutes Messer reicht hier auch. Was man noch dazu benötigt, ist etwas, das, ich sage mal, weniger Standard ist. Und das ist hier so eine, ich sage mal, Zeltplane. Und die ist von der Schweizer Armee. Die passt jetzt wirklich, die passt perfekt, muss ich sagen. Die kann man für wenig Geld kaufen, hält ein Leben lang. Es wird sicher auch mit einer anderen Plane gehen, bin ich überzeugt. Aber hier ist das einfach, ja, passt die Faust aufs Auge. Das ist jetzt eines von, ja, ganz den ersten Modellen. Die Größe ist im Prinzip immer gleich, die sind ca. 1,60 m auf 1,60 m, ein paar zerquetschte Zentimeter noch sind es, Baumwollstoff und extrem stabil. Einfach in den Farben, die sind sie noch ein bisschen unterschiedlich, es gibt auch Nachbauten, die man kaufen kann. Einen großen Vorteil sehe ich natürlich hier ganz klar, man hat direkt schon Schnüre dran. Ist nicht zwingend nötig, aber das erleichtert den Aufbau, sage ich jetzt mal, ungemein. Jetzt hätte ich fast gesagt, für die nächste Zutat. Nein, das nächste, was man braucht, ist so stabile, am besten sind so kleine Fichtenstangen. Und die werden wir jetzt mal schauen, ob da im Wald was rumliegt. Am besten ist natürlich, wenn man so in einem kleinen Fichtenwäldchen schon ist. Also es können auch andere, sage ich mal, Holzstangen sein. Aber die Fichte hat den Vorteil, die ist schön gerad. Da wäre, aber das ist ziemlich dürr. Aber schon in dieser Währung hier. Also mein Vorteil ist natürlich jetzt, ich muss sie nicht mehr suchen, weil ich habe noch vom der letzten Übernachtung hier oder respektive vom nächsten Zusammenbau von diesem bequemen Stuhl habe ich die Stangen natürlich noch übrig und schön beiseite gestellt. Somit erübrigt sich jetzt eine lange Suche. Wenn man nun so schöne kleine, ich sage mal, dass jetzt so Holzstangen gefunden hat, die Höhe, ich sage mal so circa, ja, die dürfen 1,90 bis 2 Meter sollten sie sein, das Ganze. Einfach schauen, dass sie da ein wenig von den Ästen befreit werden. Und dann muss man einfach zwei Stück solche Stangen sich zurechtschneiden. Von Vorteil ist auch, wenn man anschließend so hier ein bisschen wie eine Kerbe reinmacht, so angeschrägt. Muss nicht perfekt sein,
aber es hält dann am Schluss ein wenig besser. Da muss man sich nur noch einen passenden Baum aussuchen und die werden dann hier einfach am Baum gelegt oder gelehnt, sage ich mal. Und jetzt sieht man auch, warum hier die Kerben, dass es besser direkt ineinander passt und hier schon eine gewisse Stabilität hat. Dann geht es nur noch darum, diese da mit der Schnur ein wenig zu verbinden, zu befestigen. Das muss keine Supermeisterleistung sein. Einfach ein paar Mal drum, damit das Ganze stabil ist und auch zusammenhält. Das reicht eigentlich schon. Als nächstes braucht man noch so einen dritten Ast. Der kann vom Durchmesser her etwas dünner sein. Von der Länge, sage ich mal, circa, das kann, ich sage mal, so 1,60, 1,50, 60, 70 darf der sein. Nun haben wir da unsere Zelteinheit. Die nehmen wir und machen einfach jetzt hier so ein Dreieck damit. Wie man jetzt schon fast erahnen kann, machen wir die oberen Ende vom Dreieck, befestigen wir hier am oberen Ende von unseren zwei Stöcken. Anschließend müssen wir nur noch den dritten Stab hier reinfädeln, quasi. Und schon ist die Sitzgelegenheit fertig. Jetzt werden wir die natürlich auch testen, ob das Ganze hält und bequem ist. Oh, hä? Ist das bequem oder ist das bequem? Und das hält. Und je nachdem, wo man dann diesen Sitz platziert, hat man dann eine ideale Aussicht. Und der ist wirklich super bequem. Du kannst schön mit dem Kopf anlehnen. So lässt sich dann auch stundenlang hier irgendwo sitzen. Gut, jetzt kommt vielleicht jemand, sagt: Hey, super Idee, das Ganze, aber ein Problem. Dort, wo ich den Sitz aufstellen will, dort habe ich keine Bäume oder keinen Baum, der stabil genug ist oder am richtigen Ort ist oder so. Oder sag du, ich will den irgendwo mal dran auf dem freien Feld aufstellen. Für das gibt es auch noch eine Lösung. Dazu braucht man einfach noch ein viertes Element, sage ich mal. Aber das wird etwas schwieriger sein zu finden. Aber wir haben das natürlich hier auch noch gefunden und vorbereitet. Von dem her kann ich das euch locker auch noch zeigen. Das Ganze besteht dann noch einmal aus einem guten, stabilen Ast. Der darf gut, ich sage mal, von 2,30 m bis 2,50 m sein. Und der absolut wichtigste Punkt ist hier, er sollte so eine Astgabel haben. Und das wird mit einer Fichte wieder schwierig, aber wir haben hier auch so ein Teil gefunden und das wird dann wie folgt noch installiert oder montiert, sage ich mal. Am besten ist, man sucht sich dann die Stelle aus, wo man den Stuhl aufbauen will. Man legt den hier an den Boden, natürlich mit
der Rastgabel nach Ausrichtung, wo man sitzen will, holt den Stuhl. Der ist ja frei tragbar. Dann positioniert man den, wo man ihn will, und anschließend wird er hinten mit der Rastgabel hier eingehängt oder angelehnt. Wie man sieht, hält er jetzt hier wirklich gut mit der Rastgabel. Dann noch hinten achten, dass er gut im Boden verankert ist. Und dann hat man das ganze Teil eigentlich schon frei stehend und genau am richtigen Ort, wo man es will, wo man es braucht. Jetzt diese Konstruktion, die hier mit diesem Holz, weiß ich, dass das Ganze eine Person, die, ich sage mal, gute 100 Kilo ist, trägt. Meine zarten etwas über 80 Kilo hält es auch problemlos aus. Also hier kommt es immer darauf an, was für Material das man da benutzt. Aber ich sage mal, bei gutem Holz, weil die Plane ist eh kein Problem. Also ich würde behaupten, bis 200 Kilo kann man hier sich draufsetzen. Okay, ich sitze nun da so gemütlich. Und das schreit förmlich natürlich nach einem Kaffee. Aber bei uns hier ist im Moment absolutes Feuerverbot. Nicht nur im Wald, auch überall auf den Feuerstellen darf gar kein Feuer mehr entfacht werden. Auch bei uns in der Sense, also am Fluss, absolutes Feuerverbot. Aber ich habe mir da natürlich was überlegt, damit ich mir trotzdem einen Kaffee machen kann. Im Prinzip stinke einfach, ich habe von zu Hause eine Thermoskanne mit heißem Wasser mitgenommen. Von dem her, ja, wird es doch noch was mit dem Kaffee. Sage ich nur, Prost. Gut, ich werde jetzt hier noch ein wenig die Zeit genießen. Im Prinzip ist alles gesagt, was diesen tollen Outdoor-Stuhl angeht. In diesem Sinne, Gregu, noch einmal danke für den Input und freue mich für das nächste Mal, wenn wir hier wieder gemütlich vielleicht dann wieder mal bei einem kleinen Feuer in der Buschbox da zusammen die Zeit verbringen können. Und ja, ich glaube, das ist für alle jetzt klar, oder es sollte allen klar sein, wie das funktioniert mit dem Zusammenbau von so einem Outdoor-Stuhl. Okay, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachbauen. Würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere das mal testen würde oder vielleicht eine andere Version hat. Bin da sehr offen und interessiert, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, die ganz so einfach und bequem sind. Gut, dann sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.